Hallo Theresa und vielen Dank für diese drei Aufgaben, die jetzt gleich in Serie kommen. Und zwar suchst du einen gemeinsamen Faktor oder möchtest einen gemeinsamen Faktor finden. Und ich habe das jetzt mal untertitelt mit Ausklammern bei Brüchen. Wir haben hier jetzt schon mal den ersten Vertreter. 2 mal y geteilt durch 4 mal in Klammern y minus 1. Das ist im Prinzip genau der gleiche Term wie dieser hier, nur dass hier die 4 unten schon ausgeklammert ist. Ich habe das deswegen jetzt schon mal so hingeschrieben, weil man könnte ja auch diesen Term hier gegeben kriegen und sich dann überlegen, hier steht ja 4y minus 4. Das heißt, wir können hier sehen, hier steht 4y minus 4. Vor dem Minus und nach dem Minus steht etwas, was beide Male die 4 enthält. Das kann man hierbei ganz schön sehen. 4y durch 4 wäre nämlich y und 4 durch 4 wären 1. Das bedeutet, hier ist jetzt die 4 schon ausgeklammert worden. 4 aus diesem Term hier auszuklammern bedeutet, ist aus jedem Summanden zu teilen. 4y durch 4, habe ich ja gesagt, ist y. Deswegen steht, wenn wir hier das hier rückwärts ausmultiplizieren, das heißt den Schritt von hier nach hier gehen, 4 mal y ist 4y, 4 mal minus 1 ist minus 4. Und dann will ich jetzt auch nicht weiter rumstammeln. Hier oben, dieser Term, der kann nämlich eigentlich tatsächlich sofort gekürzt werden, denn hier steht oben ein Produkt und unten steht ein Produkt. Hier steht eine Zahl mal ein Buchstabe und hier steht eine Zahl mal ein Term, also eine Klammer, aber das ist dabei unerheblich. Wichtig ist nur, dass wir die Struktur mit einem Malzeichen haben. So, gemeinsamer Faktor soll aber gefunden werden. Hier oben haben wir eine Primzahl mal eine Entität, könnte man sagen, aber es ist halt ein Buchstabe, eine Variable. Ein y hoch 1, ein Buchstabe. Ja? Das heißt, Primzahl lässt sich nicht weiter zerlegen und dieses Teil hier lässt sich auch nicht weiter zerlegen. Wir kommen auch gleich noch zu einer Aufgabe, wo man das mit, wo nur ein y steht, aber das steht halt Quadrat, das kann man auch noch auseinanderzwirbeln. Hier unten steht ein Produkt, in dem hier einer der beiden Faktoren von hier oben drin vorkommt. Und zwar ist das natürlich die 2, denn die 4 ist ja im 1 mal 2 drin. Das bedeutet, ich kann diesen Term schreiben als 2y durch 2 mal 2 mal y minus 1. Und das erinnert dann schon wieder ans Kürzen von Zahlen, wo man das hier immer in Primfaktoren zerlegen sollte, damit man dann hinterher alle Primfaktoren, die gemeinsam waren, rauskürzen konnte. Hier hat man jetzt oben einmal eine 2 und unten zwei Zweien. Das heißt, hier können wir jetzt dieses hier als gemeinsamen Faktor erstmal schon mal ansagen und dann können wir ihn auch brutalst wegkürzen und damit es schön aussieht, schreibt man es dann nochmal hin, y geteilt durch 2 mal y minus 1. Damit ist dieses Video fertig und wir kommen jetzt gleich wieder mit einer Sache, wo wir einen solchen Term ausklammern können und einmal können wir gleich auch nochmal einen Buchstaben ausklammern, also eine Variable.